Hallo und herzlich willkommen zu den Paarungen des Dark Showdown Turniers. Hier sehen wir ein paar Qualifikationen, ein paar Leute, die eingereicht haben. Und zwar sind das 12 insgesamt. Die könnt ihr da ja auch alle sehen. Das heißt, es werden 4 Jurymitglieder hier teilnehmen. Einmal ich, dann Helchestor, Asthena und dann auch noch Magdim. Und hier haben wir einen kleinen Zufallsgenerator auf zufallsgenerator.net. Und dort generiere ich gleich eine Zufallszahl zwischen 1 und 16 mit diesem Knopf. Und dann wird hier, kann ich dann ablesen, wer das ist. Und dann drücke ich nochmal rauf. Und dann hat man eine Paarung. Und das ist dann halt eine Paarung im Achtelfinale. Ja, sollte eine Zahl genutzt werden, die schon generiert wurde, also wenn zum Beispiel Nightmare Creepypasta schon in einer Paarung zu finden ist und nochmal die 1 generiert wird, dann wird automatisch die Zahl unter der 1 gewählt, also dann Hidenki. Und wenn die 2 auch schon weg ist, dann Refinei. Ja. So, und ich hoffe, das habe ich jetzt anschaulich erklärt. Und dann geht es jetzt mal los mit den Paarungen. Das schreibe ich mir hier alles handschriftlich auf diesen Zettel auf. Generieren. Zum ersten Mal die 10. Das ist Creepy Smile. Und Creepy Smile muss gegen Creepy Smile. Gleich hintereinander die 10. Das ist Creepy Smile gegen Marco. Denn zweimal die 10 hintereinander. 10, unter der 10 steht die 11 und das ist Marco 103. Und jetzt die zweite Paarung, das ist zum einen die 1, das ist Nightmare Creepypasta gegen die 7, das ist Little Miss Creepypasta. Die nächste Paarung ist die 9, das ist Shanshidori und Shanshidori muss gegen die 5, das ist Moonlight Stories. Die vierte Paarung ist die 3, das ist Refinei. Und Refinei muss gegen die 7, gegen Little Miss Creepypasta. Aber da Little Miss Creepypasta ja schon in der zweiten Paarung zu finden ist, muss Refinei gegen Demo the Grim Reaper of Mind, also die Nummer 8. Die fünfte Paarung ist die 4, das ist Casey. Und Casey muss gegen die 16. Das ist Magdim, das finde ich witzig. Die sechste Paarung ist die 9. Shanshidori. Shanshidori wurde schon gewählt. Die 10 wurde schon gewählt. Die 11 wurde schon gewählt. Also ist das die 12 und das ist Chiaro. Und Chiaro muss gegen die 14 und das ist Helchestor. Siebte Paarung ist die 9, also Shanshidori wurde schon gewählt, Creepy Smile wurde schon gewählt, Marco wurde schon gewählt, Chiaro wurde schon gewählt, also ich selbst, der Ehrhörni. Und ich muss gegen, jetzt bin ich gespannt, gegen die 3. Refinei wurde schon gewählt, Casey wurde schon gewählt, Moonlight Stories wurde schon gewählt, also muss ich gegen Mephistos Erbe. Tut mir leid, wenn ich irgendwas falsch ausspreche. Aber ich bin ein wenig sprachbehindert. So, die achte und letzte Paarung würde denn auch feststehen. Und zwar, jetzt muss ich überlegen, wen hatten wir denn noch nicht? Genau, Hidenki, die Nummer 2 und Asthena, oder? Ja, Hidenki gegen Asthena. Genau, das sind die Paarungen. Ich hoffe, das wird hier gleich nochmal anschaulich in einer wundervollen Grafik eingeblendet, damit ihr das alles sehen könnt. Und jetzt gibt es auch die Information, was für Creepypastas die Paarung vertonen müssen, wann das eingereicht werden muss. Es werden nochmal die Regeln erklärt. Und dann freuen wir uns auf die Creepypastas, die denn eingereicht werden. Asthena, würdest du... Nein! Okay, 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 okay. Schon gut. Also dann, in der Videobeschreibung findet ihr die Creepypastas, die die Paarungen vertonen müssen. Ihr habt dann bis zum Samstag 20 Uhr Zeit, diese Creepypasta zu vertonen und uns zu schicken. Dazu ladet ihr die Audiodatei auf fileupload.net hoch und schickt uns den Link auf YouTube per PN.
Das findet ihr auf Kanal unter Kanalinfo. Falls ihr uns den Link nach 20 Uhr schickt, seid ihr disqualifiziert. Da sind wir streng. Achtet darauf, dass wir sofort wissen, wenn wir die Datei enthalten, von wem die Aufnahme ist. Ihr dürft die Musik von Mew, Grau und Incompetech verwenden. Es sind keine Gastsprecher erlaubt. Es sind keine Soundeffekte erlaubt. Ihr dürft eure Stimme nach Belieben bearbeiten. Und nun nochmal zum Ablauf. Am Sonntag werden dann die Creepypastas hochgeladen und können bewertet werden. Um für einen Vertoner zu stimmen, schreibt ihr einen deutlichen Kommentar, wer aus eurer Sicht besser war. Wie ihr auf dem Beispielbild sehen könnt, wird es keine ausführliche Jurybewertung geben. Bei einem großen Abo-Unterschied zählen die Stimmen der Jurymitglieder allerdings mehr. Ab dem Viertelfinale werden die Bewertungen ausführlicher. Am darauffolgenden Freitag um 15 Uhr ist die Bewertungsphase beendet. Am darauffolgenden Sonntag werden die Gewinner bekannt gegeben und die neuen Paarungen verkündet. Falls es jetzt noch Fragen geben sollte, schreibt sie uns per PN oder stellt sie in den Kommentaren. Und nun noch ein kleiner unwichtiger Hinweis. Ihr dürft nun, wenn ihr wollt, eure Qualifikationsvideos auf öffentlich stellen.